So, und der Wanderer Jeremy möchte jetzt mit mir kämpfen. Hallo! Das ist mein Platz hier. Verpiss dich. Du bist ein Arsch. Und das ist ein Kampf-Pokémon. Ist Gift gegen Kampf effektiv? Ich will nochmal mit Venoshock aus. Ist okay. Und andersrum ist es nicht sehr effektiv. Von daher, wahrscheinlich Käfer hat halt als Kampf einfach nicht sehr effektiv. So. Sehr schön. 3300 XP. Darkness. Wie wär's denn damit? Nicht so gut. Wie wär's mit Gift? Immer noch nicht so gut. Wie wär's mit Käfer? Es ist besser. Bin ich tot damit? Ich glaube gerade nicht, oder? Doch, sehr schön, 4000 XP. Dankeschön. Okay, du hast gewonnen. Sehr schön, freue ich mich doch. Da steht ein Camper Chris, den man nicht sieht, nur wie den Namen. Das hier funktioniert irgendwie nur, diese fiese Versteck, wenn ihm die Namen nicht ständig angezeigt werden würden. Ich mache hier nochmal... Blub. Damit hier ein bisschen... Was steht denn hier? Schade, kann man nicht ansprechen. Muss ich entscheiden, ob links oder rechts vorbeigehst. Der Camper Chris. Du traust dich? Okay. Lass mal sehen. Feuer ist schlecht. Feuer ist ganz schlecht gegen Käfer-Pokémon. Also für mich, wenn ich Käfer habe. Dann kriegst du nicht diesen Blubstrahl dafür zurück. Blub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  So, direkt besiegt, sehr schön. Pokémon lassen schon wieder Feuer. Nervst. Hier ist noch ein Blubstein ins Gesicht. Du bist nämlich tot. 2000 XP. Hier werden halt irgendwie Gegner mit, keine Ahnung, Level 28 sinnvoll anstatt Level 21, finde ich. Was haben wir hier? Citrusberry, eine. Pitcherberry, eine. Und eine Leopardberry auch nochmal eine. Sehr schön. Was gibt's denn hier für Pokémon auf der Route? Können wir nochmal kurz gucken? Wenn ich jetzt eh schon Bibo noch ein bisschen. Okay, die Route hat immer noch nicht so hohe Pokémon. Venoshock. Müsste eigentlich ganz gut effektiv sein dagegen. Jo. Aber 600 XP ist natürlich ganz nett. Weil ich glaube irgendwie 10.000 oder 12.000 inzwischen brauche, um ein Level mit Bibo aufzusteigen, was ganz schön heftig ist. Ich glaube, Venoshock ist meine neue Lieblingsattacke tatsächlich. Durch dieses Kräftelevel, das ist super stark. Das ist Pursuit, hat 40, ne? Das sterben halt die meisten noch nicht mit dem One-Hit. Bist du nicht Giftflug? Das sterben halt nicht. Ah ja, genau. Das ist super effektiv. Aber. Ich bin zumindest schneller. 444 XP. Genau, du bist nämlich Giftflug und will das zubaut. Machst du dir sowas regelmäßig, sowas Salate, oder war das einfach heute mal, weil du Lust drauf hast? So. Camper Drew. Wobei, ich kann dich erstmal essen lassen und dich danach sinnlose Fragen fragen. Hey, komm her. Ich stehe direkt vor dir, Camper Drew. So, Kampf. Venoshock. Giftschock ist das auf Deutsch, glaube ich. 1700 XP. Boden sollte man nicht gegen Gift. Boden ist ja gegen Gift effektiv, da bräuchte ich nicht mit Gift angreifen, das wäre ziemlicher Quatsch. Du machst Sternschauer. Ist Twin Needle irgendwie sinnvoll? Oh. Joa. Joa. Und du warst. Moment mal. Ja, genau, ist vergiftet noch. Und damit bist du tot. Sehr schön. Moment mal. Habe ich irgendwie eine Nature Brave Ability Sniper? Das ist ein Ability Sniper, besonders genau, oder was? Wieso war das gerade vergiftet? Von der normalen Attacke. Okay. Darf man die Frage stellen, wie viel du wiegst, bei welcher Größe? Aber ich finde es gut, dass du mit Rauchen aufgehört hast. Das ist auf jeden Fall gut. Ich versuche noch meinen besten Kumpel dazu zu bringen, mit Rauchen aufzuhören. Ja, auf Chuchu hören.
Aber selbstgemachter Salat ist mega lecker und das ist tatsächlich egal, ob man zu dick ist oder nicht, das schmeckt immer super. Also selbst ich esse super gern Salat abends, ich bin einfach nur zu faul, um das zu machen. So, wir nutzen wieder Twin Needle. 112 Kilo bei 1,87. Ja gut, du bist ungefähr so groß wie ich. Aber ich bin viel zu dünn für meine Begriffe. Und bei 1,87, ja gut, das ist zumindest korpulent, gebe ich dir recht. Aber ich würde nicht sagen, wobei ich weiß nicht, wie du aussiehst. Ich kann nicht einschätzen, wie du aussiehst. Du musst dich selber wohlfühlen. Wenn du sagst, du fühlst dich selber nicht mehr wohl und willst daran was ändern, finde ich super. Sag ich mal einfach so. Das ist einfach das ist das Wichtige. Oh, das war aber schnell vergiftet. Grrr. Da ist schon wieder Ash. Ash und wieder Plätten nicht einfach in dir. Hab ich noch hier mal frisches Wasser? Oh, da lohnt sich. Gib ihm. So, in welche Richtung gehen wir jetzt mal? Jetzt kann ich hier oben mal durchmachen. Nehmen wir erstmal das Item hier mit. Das ist nämlich viel wichtiger. Leichten Lehm? Oder hellen Lehm? Müsste jetzt hier sein, genau. Ein Item, das ein Pokémon halten sollte. Schützende Attacken wie Lichtschild und Reflektieren werden länger effektiv sein, okay. Okay, du hast immer um die 100 Kilo gewogen, du bist erstmal hin. Machst du bloß was am Essen oder machst du auch irgendwie ein bisschen mehr Sport oder sowas? Weil ich hab, sag mal so, ich hab das Problem, ich finde mich selber viel zu dürr und zu leicht. Ich muss trainieren, um zuzunehmen. Und dann merke ich auch, dass ich mehr esse. Also bei mir, ich habe sozusagen das umgekehrte Problem. Deswegen kann ich leider nicht nachvollziehen, wie das ist. Aber ich finde super, dass du mit Rauchen aufgehört hast. Und ich finde super, dass du sagst, ich fühle mich nicht wohl, ich mache was dagegen, anstatt nur da zu sitzen und rumzujammern. Das war nämlich meine Freundin relativ viel. Von wegen, ich finde mich selber nicht mehr so hübsch und so. Und ich bin zu sehr aus dem Leinen gegangen und sowas. Und wo ich sage, such dir Sport, irgendwas. Und wenn du einfach nur jeden Abend eine halbe Stunde spazieren gehst, weil sie ist halt generell nicht so sportlich, beziehungsweise hat Ausdauerprobleme. Aber da hat sie immer irgendeine Ausrede, warum das nicht geht und warum sie keine Zeit dafür hat. Also ist nicht, das sage ich, finde sie schön, nicht mehr schön, weil ich bin immer noch mit ihr zusammen, logischerweise finde ich sie dann schön. Aber sie meckert halt über sich selber, wo ich sage, ändere was dagegen oder hör auf zu meckern. Und deswegen finde ich super, dass du schon mal sagst, ich ändere was dagegen. Bist du schon mal besser als wahrscheinlich die Hälfte der Deutschen, die immer nur meckern und nichts ändern. Ja, das ist ein bisschen ja das Klischee. Deutsche meckern so lange, bis sich was ändert, aber sie ändern nichts selber. Ihr seid nicht effektiv gegen mich. Zum Glück habe ich meinen Darkness-Attacke hier. Ja. Gemüse aus dem Dampfkocher. Alter, das klingt nach super leckerem Essen. Mann. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich so ein Shit gegessen habe heute. Ich meine, ich habe nämlich heute angefangen, ich habe 500 Milliliter, also eine Dose Energy Drink getrunken. Jetzt trinke ich gerade Saft, mit Wasser gemischt. Und dann habe ich Ramen gegessen und ich meine, zum Frühstück esse ich eigentlich immer nur entweder Toast oder Brötchen mit Blätter und Nutella. Deswegen, jetzt habe ich echt ein voll schlechtes Gewissen, Mann. So, ich hoffe, du kriegst mich jetzt nicht an. Hast du irgendwas anderes, was da unten? Mankey. Venushock. Fast tot. Mach mal nochmal. Was ist ich? Jetzt gucke ich nach, also hier was steht da. Wenn das Ziel bereits Schaden genommen hat, in derselben Runde ist diese Attackenstärke verdoppelt. Darkness. Stärke 60. Pursuit hat 40. Machen wir, oder? Hat aber nur noch 10 Angriff. Aber scheiß drauf. Ich
Vor allem, wenn man dann noch gesundes Öl nimmt in so einem Kräuterdressing. Ja, jetzt habe ich echt ein schlechtes Gewissen ein bisschen. Kannst du mir nicht auch sowas zu essen vorbeibringen? Ja. Wobei ich zumindest relativ regelmäßig auch noch Gemüse und sowas esse, nur heute war halt, war ich irgendwie komplett zu faul für alles. Du bist ja schon wieder. Oh, jetzt probiere ich mal an dir Assurance aus. Evil Damage macht das. Tod macht das. Okay. Habe ich noch was zum Heilen? Die hier, ne? Die macht schon ordentlich Heilung. Dann kann ich mir hier mal gucken, was der noch kann. Okay, los geht's kämpfen. Fertig? Du hast ja auch einen Bibor. Mensch, was ein Zufall. Guck mal, was meins schon kann. Cool, oder? Vor allen Dingen, da ich dich damit locker platt mache. Das müsste übel viel XP geben, weil es doppelt entwickelt ist. Oh, ich direkt nochmal 4000. Hier, mein Bibor kann das immer noch. Wie wär's denn? Das Gefühl meinst du ein bisschen stärker als deine Bibor. Alles gut bei dir? 4000. Das ist halt, ich bin schon mal zu 20.000, glaube ich, dass mein Bibo als Erfahrung für ein Level-Up braucht. Hier geht es, glaube ich, nicht weiter. Da ich mein Bibo leveln will, muss ich jetzt wieder heilen gehen. So, jetzt machen wir mal bei dem Wanderer weiter. Also dann irgendwie eine Schicht von früh um 2 bis um 10 oder sowas? Warte mal. Buh. Ich habe die ersten Aussprache nicht gesehen. So, Gift war gegen Gestein nicht effektiv. Aber Käfer war, glaube ich, okay. Oder? Ja, Käfer war okay, genau. Smackdown? Alter Schwede, aua! Tut weh, hör mal auf damit! Zum Glück habe ich den besiegt, ey. Wir machen auch nix. Ja, wir wechseln mal kurz. 6 bis 15, 15. Ja, okay, das heißt, du machst dann gegen 4 nachmittags, Mittag. Okay, aber du isst dann irgendwann zwischendurch was auf Arbeit, oder? Also, weil ich würde umfallen. Tatsächlich. Zumindest hätte ich das Gefühl, ich würde umfallen. So. Ich mache hier nochmal die Zitrusbeere auf dich. Zack. Dich schon besiegt? Nee, hab ich nicht. Oder tust du wirklich von, keine Ahnung, was ist dann wahrscheinlich 5.30 Uhr bis kurz vor 4 nichts essen? Willst du mich testen? Wie wär's, wenn du mich testest? Irgendwie sind die Aussprüche komisch. So. 9 Uhr Frühstück, 2 Brötchen und um 12 Uhr ein Brötchen. Ja, okay. Du machst also quasi so ein 5 Tage, 5 Essen am Tag. Okay. Au, au, au! Holy shit! Entspann dich mal! Alter Schwede! Hier, Nato, da darfst du mal wieder ran. Gegen Kampf-Pokémon. Sollte nämlich eigentlich nicht so viel. So, hier, Kraftreserve, Psycho und bei meinem Pokémon. Bam! Und die Pokémon. So, Ich probier's. Und ich werde es wahrscheinlich bereuen. Oder auch nicht. Nee, mach das. Blöd ist dirty. Ja, jetzt wirst du dadurch durch einen Flugmove gekillt. Ha! 2500 XP. Sehr schön. Nein, du sollst dich noch nicht weiterentwickeln. Keep it up, kid. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall wieder heilen gehen, weil zweimal Pokémon fast tot sind. Alleine ist halt kacke, ne? Alleine fehlt die Motivation. Deswegen habe ich jetzt einen Kumpel überredet, dass der am Freitag mitkommt. Weil wir im Fitnessstudio so eine Aktion haben, freitags darf man immer einen Kumpel mitbringen, kostenlos. Und der kommt jetzt freitags mit.
Der ist übrigens der Typ, den ich überreden will, dass er mit Rauchen aufhört. Der kommt jetzt am Freitag mit ins Fitnessstudio, dann werde ich auch mal zeigen, wie kacke seine Lunge ist. In der Hoffnung, dass er irgendwann mal schnackert, dass er mit Rauchen aufhören muss. Habe ich einen Pokéball gefunden. Das war ja unerwartet. Dich habe ich auch nicht besiegt, oder? Doch, die habe ich schon besiegt. Okay. So. Hierhin brauche ich die Server, dann komme ich zum Elektrokraftwerk. Oh, hier gibt es einen Ibitak auf der und Radikal. Okay. Die irgendwas halten. Hier ist zumindest das Symbol dran, dass die irgendwas halten. Hier gibt es auch das Nidoran weiblich. Okay. Ich kann hier nicht scrollen. Okay. Und irgendein Shiny gibt's. Huch. Das ging schnell. Aber ich kann nur empfehlen, wenn man Ernährung umstellt, dazu noch ein-, zweimal in der Woche Sport machen, macht schon Welten aus, wenn man vorher gar nichts gemacht hat. Schön. Oder zumindest optisch auch jede Menge ausmacht. Huch, hier gibt es 3D-Windräder. Das ist ja hier ein perfekter Ort zum Leveln. Ich meine, da direkt oben drüber das Pokécenter hat. Würde ich mal sagen, ist ja hier richtig gut zum Leveln.